Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute ist Rosenmontag und deswegen habe ich ein kleines Special-Video für dich. Und zwar habe ich meinen Karnevalsschrank einmal geöffnet und ja, möchte dir einfach mal zeigen, was sich darin so versteckt an Kostümen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das hier ist jetzt eine Sonderedition eines Videos von mir an dich. Und ja, ich will nicht lange quatschen. Am Ende gibt es noch eine Verlosung, also bleib dran. Dann würde ich einfach sagen, schau dir gerne an, was ich so zu zeigen habe. Ich werde nichts sagen, ich werde einfach nur zeigen, was so in meinem Schrank los ist.
Ja, da hat sich doch einiges angesammelt in den letzten Jahren, würde ich mal so sagen. Ja, wir gehen so von den Mädels Weiberkarneval ganz gerne los oder stellen uns dann auch gerne Samstag, Sonntag, Montag, wie auch immer der Umzug so ist, wo man hier so ist, an die Straße und sind dann da auch mit den Kindern oder wie auch immer. Das ist immer eine ganz schöne Sache. Dieses Jahr ist es ein bisschen ins Wasser gefallen, das ist ein bisschen blöd gewesen. Dementsprechend ist es leider für mich ausgefallen, aber nächstes Jahr wieder, hoffe ich. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, welches von meinen Outfits dir am besten gefallen hat. Mein persönlicher Favorit, und ich glaube, das hat man auch gesehen, ist das Prinzessinnenkleid. Das ist einfach der Shit. Also, das haben wir uns irgendwann mal bei eBay gekauft, alle zusammen. Und wenn du da echt 10 Mädels in solchen geilen Kleidern rumlaufen hast, also richtig schön, da sind wir auch, ja, ein bisschen eskaliert ist und aufgefallen. Ja, das war schon schön. Das sind türkische Hochzeitskleider tatsächlich, die wir für, ich glaube, 40 € pro Stück oder so erstanden haben. Also richtig Ich cool. möchte euch auch ein bisschen was zu dieser Verlosung erzählen, von der ich euch am Anfang erzählt habe. Und zwar findet die auf Instagram statt und nicht auf meinem Account, sondern von der lieben Nesli-01-. Genau, das ist eine ganz, ganz liebe. Die Nestlé hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht diese Verlosung zusammen mit ihr starten möchte. Ich sage, klar, gerne. Sag Bescheid, wann, wo, wie, was, wer, wie auch immer. Und ja, also was du da gewinnen kannst, blende ich dir auch gleich mal ein. Und zwar ist das eine Palette von Catrice aus dieser Limited Edition mit Disney. Dann von Huda Beauty ein Liquid Lipstick, ein Nagellack von Essie. Und ein Toner von Kiko. Ja, mega geil. Also, ja, schau es dir einfach mal an. Die Verlosung geht bis zum 11.3. und ist halt, wie gesagt, auf dem Kanal von der lieben Nesli. Habe ich dir ja eben schon mal reingeschrieben. Schau da einfach mal vorbei. Ihr müsst einfach sowohl ihr als auch mir folgen und schwupps, seid ihr im Lostopf mit drin. Ja, so ist das mit alle. Das war's auch schon. Viel mehr habe ich gar nicht zu erzählen heute, ne? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meinen neuesten Upload, hier unten ein weiteres Video und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!